Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Firewatch. Ja, ich habe mir jetzt die Karte nochmal angeguckt, nochmal genauer. Oh, die Karte habe ich mir angeguckt. Und ich bin vollkommen falsch. Ich habe mich total irritieren lassen davon, dass das angekreuzt ist hier so mit so vielen Pfeilen und so. Wir müssen gar nicht hier hin. Ich habe es auch irgendwie nicht gepeilt. Vielleicht bestimmt kaputt gelacht in der letzten Folge. Suche den kontrollierten Brand südlich des Ruby River. So, der Ruby River ist hier. Ich denke mal, wir müssen da zum Scout Camp oder hier irgendwo halt hin. Das heißt, wir müssen erstmal wieder irgendwie ja zu unserem Häuschen und von dort aus dann weiter. So, wir sind aber ja eigentlich so schon fast in der Nähe von unserem Häuschen. Wir müssen ja nur gleich an dem Canyon ein bisschen anders gehen, durch die Höhle dann wieder hoch. Und da sind wir dann ja da eigentlich ganz leicht wieder da. Ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Passt ja. So. Dann schnell hier lang. Eigentlich müsste ich ja immer nur dem Feuer folgen. Ich glaube, das mache ich auch. Auch nicht dem Feuer, sondern dem Qualm folgen. Ich glaube, das mache ich. Anstatt zu unseren Dingen zurückzugehen, folge ich einfach mal dem Qualm. Aber manchmal springt er hier von alleine runter, manchmal aber auch nicht. Da sind wir wieder hier, wo wir ganz viele Geräusche hören. Kann natürlich auch der Wind sein. Die Musik hat nicht eingesetzt. Die setzt bestimmt nur auf den Hinweg immer ein. Komplett nochmal zurück, ey. Ich bin so dumm, ne? Ich habe mir die ganze Folge hätte ich mir sparen können. Die letzte. Die hätte ich mir echt sparen können. Naja, egal. Ist halt passiert. Ich muss mal sehen. Vielleicht lasse ich die Folge drin. Vielleicht nehme ich sie auch raus. Es ist ja eigentlich nicht viel passiert in der Folge, glaube ich, oder? Was passiert ist das in der letzten Folge? In der letzten Folge ist es aber gewesen, dass wir bei dem Zaun waren und dass wir niedergeschlagen wurden. Also muss ich sie drinnen lassen. Uhala. Jetzt aber ziemlich weit runter. Ach so, wir sind wieder im Canyon. So. Na, hier setzt jetzt auch keine Musik an. Ich sage, es ist immer noch auf den Hinweg. Also das wäre definitiv kein Job für mich. Es wäre mir viel zu einsam. Ich meine, ich bin ein Mensch, ich bin ganz gerne alleine. Außer natürlich mein Hund, den muss ich dabei haben. Oder halt ein Tier. Also ich brauche definitiv immer ein Tier an meiner Seite. Ich kann nicht ohne. Aber es. Aber trotzdem, obwohl ich ganz gerne alleine bin, ich möchte zwar auch nicht so in der City wohnen, direkt so in der City, so Innenstadt so, aber ich könnte jetzt auch nicht irgendwie so ein Häuschen hier so mitten im Wald oder auf dem Feld besorgen und dann dort leben, ganz alleine. Das wäre mir doch ein bisschen zu, ja. Das wäre mir doch ein bisschen zu einsam. Obwohl es gar nicht die Einsamkeit ist, die mich da stören würde, sondern eher dieses, du bist alleine und was ist, wenn jetzt was passiert, wenn jetzt irgendeiner dich ausrauben will oder irgendein Bekloppter da ist oder sonst irgendetwas, dann ist die Kacke am Dampfen, ne? Dann hast du das Problem, weil du bist halt ganz alleine. Das würde ich nicht haben wollen. I'm wandering around east of the lake. Which way is Ruby River? It's in the southeast corner of your map. The scout camp where the firefighters were staged should be on your map. It looks like a little triangle with a flat bottom.
Yeah, it looks like a tent. How did I never see that before? So, wo sind wir? Hier. Wollen wir mal gucken, ob wir direkt hier so durchlatschen können? Ich glaube nicht. Kann aber auch sein, dass ich jetzt hier hoch muss. Und dann dort runter gehen muss. Ich gehe jetzt mal hier hoch. Hallo? Du solltest schon klettern. So. Die Bärenspuren sind wir jetzt ganz schön umgangen. Geh jetzt mal hier. Wir gehen jetzt mal hier lang, genau. Müssen wir jetzt an so einem Medical Center vorbeikommen? I know we don't know what's going on yet, but I don't have a good feeling. Nee, ich auch nicht. I don't like feeling vulnerable. It's not like you can just call the police. I was thinking about the Goodwins. It just struck me that if anything weird like this happened to them, happened to Brian, just how scared he would have been. I'm sure he's fine, Delilah. I mean, don't you think if this started happening to them, he or his dad would have said something? I don't know. Ned was a weird guy. No, nobody is that weird. The moment you hear someone in the bushes or get punched from the shadows, you're getting your boss on the phone. Yeah. Brian is fine. I hope so. It was 3 years ago. He's in high school now. He's on summer break. Yeah, you're right. You're right. Wow, there's an old, I think it's called a medicine wheel out here? Yeah, it was made by Crow American Indians hundreds of years ago. There are lots of small ones, Have you ever been to Medicine Wheel Monument over in the Bighorns? I sure haven't. Well, it's worth a 3-hour detour on the way home in August. Neat. I'll keep it in mind. Ja, hier sind wir jetzt bei dem Waldbrand. I found where they did the controlled burn. I can hike right through here now. Yeah, normally they wouldn't do that so close to a body of water, but I think they're extra worried about a fire jumping the river and burning up to 2 forks now that there's someone in it. Well, I'm extra appreciative of that. Let's see. The scout camp is southeast of the river. There should be a pond on the way. Got it. What happens if a controlled burn gets out of control? Someone gets fired. Ugh, are you serious? Oh, come on. That one was an honest accident. I'm not even in the mood for wordplay. That's how wound up all this shit has me. Na, Dosen, nichts Wichtiges drinne. Weiter geht's. Ach, der arme Baum. Was macht das denn hier? Ein Schnee? Okay. Lass mich mal eben gucken. Mhm. Ne, da geht's nicht lang. Es geht ja nur hier lang. Da sind nämlich schon wieder die Steine im Weg. Oder? Jetzt geh ich mal, ich gehe erstmal hier lang. Es ist ja jetzt näher. Vielleicht lag ich ja hier doch richtig. Nope. Ich muss einmal außen rum laufen.
Ich bin richtig. Ich bin vollkommen richtig. Ich hatte gedacht, ich muss direkt zum Feuer, also zum Qualm, aber muss ich nicht. Was ist denn hier los, ey? There's some old snowmobiles out here. That's crazy. Looks like one of the poor bastards was cruising across this pond and dumped it. That was not a fun hike back to civilization. Whoa, someone stripped these snowmobiles down to the bone. Huh. I mean, that's weird, right? I mean, I can come up with a bunch of not weird reasons someone would do that out here, but given what's happened, yeah. Yeah, that's weird. There's an old pond out here, not much more than a pile of mud. Do you have it on your map? Yeah, I know where you are. Yeah? Where am I? Pork Pond. There used to be a sign up for it, but, well, folks kept stealing it. Because it's called Pork Pond? It's a good goddamn name. That sign would look great in a den, or, you know, anywhere. So, ich denke, wir sind da. Camp Arapaho. You're there? Yeah, I am. It's been out there since the 50s. I was never really into the idea of the scouts. It's something about men organizing boys around their ideals. Never sat right with me. Beware weebelows in large numbers. Beware of anyone in large numbers. The bridge to the camp is out. Damn. I'm gonna walk the ravine and see if I can find some high ground to get across. Good plan. Die Schlucht entlang? Hier geht es nicht weiter. Also hier dann so die Schlucht entlang, oder was meint er jetzt? Ja, hier so. Okay, einmal hier so rum. Okay. Einmal komplett rum. Auch nicht. Wo sollen wir denn jetzt gleich rüber hier? Ich kann hier nirgendwo durch. Ne. Geht auch nicht. Mir gerade nicht wirklich über die Schlucht. Oh. Okay, ich bin drüben. Da hier willst du zum Camp gehen, also gehen wir hier lang, ne? Den Totempfahl entlang. Hier sind mehrere Hütten. You ever talked to any of the scouts? No, they haven't been out here in a while, and I generally don't have a lot to say to preteens. Unless it's Brian Goodwin. Well, if forced, I mean, I can make conversation with anyone. Plus, it was sort of fun to hear about all of his nerdy hobbies. What type of nerdy hobbies are we talking about with him? Like, a marching band? Oh, no. Like comics, model rockets, wizards and wyverns, you know. Ugh. Hey, thanks to Brian, I can almost recall by memory the armor classes of most dragons. The what? No, you can't. Hey, planar dragons armor class. Let's see. Okay, no, I believe you. We're good. I guess these little shelters are where they keep the weeblows. For the past 35 years, yeah. Eine Bärenfalle? There are bear traps out here, in the scout shelters. Scouts are stalwart prey. That's messed up. Okay, hier ist definitiv nichts. Hier ist noch eine Plane. Yeah, these guys are gone. I found where they were sitting around before getting picked up.
I found a little trowel. Maybe I should take it with me. Could use it to pop open beers. Wow, 99% sure that's for burying poop. And I already touched it. Hey, Dee, they left something behind. It's like a memo from their boss. Did it say anything of note? Gruppenfrüher Grand Carsten, 10.000 Euro. Könnt ihr selber lesen. In der Region Staatsfort eingesetzt, um südlich den Ruhrgebiet beim Feuerwehr Schneise anzulegen. Ich schreibe Ihnen im Auftrag, warnte wegen möglichen Brand. Botank für die Region kontaktieren. Ich habe Ihnen bereits mitgeteilt, dass kein Grund zur Sorge besteht und die Feuerschneise in Ihrem Team äußerst wirkungsvolle vorbeugende Maßnahmen zum Schutz Ihrer Einrichtung sind, zumal sie mehrere Kilometer entfernt ist. Ich schätze, es geht dabei um Versicherungsfragen. Ich danke Ihnen mit Ihrer... Okay. Next few days, dropping into the thoroughfare on behalf of Dr. Simmons at Wapiti Station. Wapiti Station? Holy crap. Keep reading. Oh, I just thought I would maybe, you know, stop there, let the mystery percolate. My mother always said I would meet someone who'd give me a taste of my own medicine. They're running a research site out there. He was worried about wildfires. Someone is writing down our conversations. And now we find out there's a research site out here that we don't know about? What are they researching? I mean, you and I aren't very interesting. Us. They're researching us. You think they're studying you and me? I do, yeah. I mean, maybe it's about studying two strangers who talk every day. Like, if you put someone in isolation with someone else, what they do. Yeah, that's what I think. Well, fuck that. Agreed. I think we should allow for the possibility that this is all just a big misunderstanding, but... God, if you saw what you said you did... Fuck, Henry. Yeah, I saw it. Okay. So what's next? I'm gonna do a scan for supplies and then figure out a way to get back over that ravine and hike towards the site. Sounds good. Check in when you can, and keep an eye out for anyone following you. I found an axe. If one of the crew left it, that thing is actually called a Pulaski. It looks like an axe to me. This thing will be a huge help. For both getting through the backcountry and getting through that fence. Yeah, I'm out of here. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, es klappt auch so, dass ich hier wieder weg kann. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass es nämlich nicht so einfach geht, wie ich mir das gedacht habe. Geht es nicht weiter. Warte mal, ich habe doch da hinten einen Baum gesehen. Ja, ich habe mir nämlich schon gedacht, dass man den fällen kann. Hatte nämlich schon diese Einkerbungen. Das habe ich von The Forest jetzt übernommen. Baum fällt. So, jetzt muss ich ganz schnell wieder dorthin, wo ich hergekommen bin. Das heißt, ich muss da. I had a thought. Let's hear it. You heard someone in the bushes. Yeah. Okay, so let's assume we're being tailed. Or you are, at least. Where are you right now? Just on my way back, in and out of trees, in the middle of nowhere. Do you see anybody? No, definitely not. All right. So, tell me what you think of this. Was war das denn jetzt? Did you just cough? Nein. No. Did you just cough? No. Oh, fuck. There isn't any way someone, like, another lookout could be on this line, is there? No. Not without tapping our radios. What about when I heard you talking to someone else? I just left your line open. That's not what this is. Get in your tower, shut the door. Don't leave, and don't use your radio. I'll call you. Understand? I will call you. Ey, ich wollte das gerade öffnen. Scheiße. Fuck. Tag 77. Thoroughfare Tower, this is Two Forks calling you for the, 50th time today.
The June fire continues to move in a southerly fashion. Delilah, for fuck's sake, answer your radio. Hello, sunshine. Sorry, went out for a little bit. What can I do you for? Are you kidding right now? Did you not stay up all night knowing that someone is... I actually slept just great. Okay. By the way, I was wondering if your Flora of the Shoshone info poster was still up inside your tower? What? It's just protocol that those stay up. You know, info about your tower, the surrounding tree species, etc. All right. Just, you know, have a look at it. Make sure it's in ship shape. Okay, yeah, it's up. Why are you acting like this? Great. Just wonderful. Do you see the tree in the top row, second from the left? Yeah. Sure. It's the, No. You don't need to tell me. Just, internalize it. It's a great tree. And there's an area called, that tree's name in your sector that maybe you should take a midday hike to. Maybe. Oh. Yeah. Okay. Maybe I should go for a hike. Nothing like an afternoon in the Rockies, I tell ya. Radio me the moment you get there. Okay. Cottonwood, da ist dieser große Baum. Also wir sollen wieder zu diesem Baum. Okay. Das habe ich verstanden, aber sie... Ja gut, sie hat es jetzt natürlich extra so verschlüsselt gesagt, damit wir, Nee, ich will hier lang. Hier lang ist, glaube ich, besser, oder? Ich weiß nicht. Ich kann da was fällen. Ich könnte da einen Baum fällen. Ist ja egal. Wo soll ich denn jetzt hin? Hier runter? Kann ich das überhaupt? Ich denke nicht. Aber hier ist ein Weg. Ha, warum macht er denn immer die Kamera auf, wenn ich da runter gucken will? So, ich gehe jetzt einfach mal... hier lang. Bin ich da richtig? Ich hab's mit der Karte noch nicht so. Aber könnte stimmen. Okay. Wir sind auf jeden Fall schon mal an einem Fluss. Das ist sehr gut. Ich glaube, hier bin ich vorhin... drüber gegangen und wollte das hier öffnen bestimmt. Oder es war was anderes. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Auch doof, dass ich das da gerade machen wollte und dann auf einmal holst du mich zurück in den Turm. Aha. Erstmal die Karte wieder vervollständigen. Einen Brief. Hi Ron, ich wünsche mir, die da oben würden uns Funkgeräte geben, die nicht komplett für den Arsch sind. Meistens schreibe ich ja lieber, aber ab und zu wäre es schön, dich sofort erreichen zu können. Meine Schwester hinterlässt mir dauernd Nachrichten in der Zentrale. Sie versteht wohl nicht so ganz, dass ich den Job hier angenommen habe, damit ich Ruhe vor ihr und unserer Mutter habe. Ich sitze schon eine Weile hier und überlege, was ich ihr sagen soll, habe aber bislang nur eine halbe Flasche Gin getrunken. Ich vermisse dich, Dave. Oh. Die haben sich schleppt. Sehr schön. Jane Eyre. Wunderschönes Buch.
Eine Chance auf den Tod. Ach, die haben dann auch immer so Bücher ausgetauscht und so. Ich verstehe. Ach, wie süß. So, ich bin definitiv richtig. Jetzt muss ich nur noch hier weiter zurück. Ja, so, dann die betreiben Forschung. Die forschen an uns. Wie verhalten sich Menschen in der Natur, in der wilden Natur und ja, nur mit zwei Funkgeräten und so. Aber warum wurden die Mädels angegriffen? Haben die vielleicht gestört? Ich bin hier. Cottonwood. Ach, Cottonwood Creek. Bin ich. Bin definitiv hier. Vielleicht muss ich hier lang, so hier so hingehen. Damit das getriggert wird. I'm here at Cottonwood Creek. You see the cash box there? Mm-hmm. It must be around here somewhere. It is. Find it and open it. I changed the code. It's 5678. Are you kidding me? I was in a rush. Ups. Da, ich höre die ganze Zeit was. Das sind auf jeden Fall keine Blätter im Wind, ey. I found what you left me. Good. Call me back with when you have it. I've got it now. Good. I spent all day getting you that radio. I hiked to a cash box, lied to a ranger, lied to another ranger, and hopefully you are now holding a clean, untapped radio. Hopefully. Holy fuck, Henry. We have to get into that site. Du steckst da mit drin? Whatever these people are doing is illegal, right? Are you okay? I don't know, Henry. People have been listening to us all summer. How is this actually happening? I don't know. I'm scared. None of it makes any sense. Are there any other lookouts this is happening to? Someone else in on this? Anyone? This is just happening to us. Everyone else is fine. Are you sure? Yes. I've tried to bring it up to Chimney Rock, Elk's Fork, and Beartooth Lookout, and every one of them got confused. Asked me if I'm okay and if I need to be relieved. Our fucking state coordinator asked if I was just having lady troubles. So no, this isn't happening to anyone else and I'm done asking. I just changed clothes laying on the floor because I don't know who could be watching. Who is doing this? I don't know who could be doing this. Henry, I've been at this job off and on for 13 years. Sometimes here, sometimes over near Jackson, a couple times down in Wind River. And nothing like this has ever happened before. Am I just making all of this up? I mean, the eavesdropping, the spying, is this... Fuck, are you... Is any of this real? What? Are you serious? Maybe I'm just losing my mind. What? Like Julia. And maybe it's happening to me, and I'm imagining that I have a boss out here and that we're being spied on. Henry. Maybe there was something in the water, or our condo was underneath some power lines, and you, Delilah, you're not real. Henry, think about her. If what happened to her were happening to you, you wouldn't even be able to realize it. Okay. Henry, sweetie, I am real and this is happening. I'm as real as the sky is blue. Take a second and then call me back.
I'm on your side. Oh, man. Okay, I'm all right. I'm headed towards the site. Good. Keep your head up. Oh Mann, der Arme, er tut mir so mega leid, ne? Aber die Leila hat ja recht, wenn er wirklich ab... Wenn er hey, I just thought of something not, not great. Ich mach Überlänge, Leute. What is it? I filed a report that said that neither of us ever talked to or saw those girls, the ones that went missing a few weeks back. What? Why would you do that? I told you to say the minimum and just keep it vague. I know. And I didn't. I just didn't want to be hassled. And now someone probably has a transcript of that entire conversation. And I've filed a report that's a blatant lie. Oh, and those girls are still missing. Yep. Fuck, Delilah. Fuck indeed. We really need to get to the bottom of this. I'm busting the gate down. There's nobody around, and it's the quickest way in. Copy that. Nachforschung bei Pity Ernst. Biene! Au! Miststück. An das Personal von Stellchen. Dr. Simmons befindet sich vom 15. August bis zum 15. Oktober in der Einrichtung. Dr. Johnson ist für die hochschuleigene technische Ausrüstung verantwortlich. Für regierungseigene technische Ausrüstung ist Cat Ferdinand zuständig. Zur Erinnerung, dies ist ein kontrolliertes Gebiet. Sämtliche Probleme, Fehlfunktionen, Verstöße sind umgehend zu melden. I got stung by a bee. Okay. Is that it? Yeah. Did it hurt? Yes, kind of. Okay, I'm sorry. Warum hat er ihr das jetzt nicht gesagt, was da drauf stand? Verstehe ich jetzt nicht. Ich glaube ja nicht, dass sie was damit zu tun hat. Okay, I'm at the site. I don't see anybody around. Lucky for us. Yeah, lucky for us. Dee, there is some serious comms equipment out here. Wireless stuff. What do you mean? I'm talking a big 20-foot tall transmission tower. I mean, they could probably listen to whoever the hell they want. They're nestled down in this valley, which makes it impossible for you or any lookout to see them. Okay, ich denke mal, ich soll weitergehen. I mean, there is all sorts of contraptions and shit out here. Like what? Dishes and stuff on metal legs. There are wires all over the place. I don't know. I'm not really up on high tech. I mean, how the hell did they get all this stuff out here? The Army Corps of Engineers put our towers out here, so... You think it was the government? I have no idea. I just mean it's possible. I mean, every once in a while I'll meet a lookout who's deep into that, like, black helicopter conspiracy shit. Maybe they actually flew it out here in one of those. Well, there's nobody here. It's just tents and equipment, and yeah, that's it. Look everywhere. Maybe you can find something that will help us know what's going on. Ich gucke. I'm in their main tent. What's it like? It's definitely some sort of monitoring station. I think I found the thing they use to track us. Holy shit! You know, you swear, like, a lot. Not the time, Hank. Anyway, it's called a wave receiver. Looks like it picks up anything that emits a signal. It's got basic orienteering capabilities, everything. Holy
Holy shit, Henry. Yeah, holy shit. I just wonder where they are. All of their stuff is here. And they know you're there, so see what you can find and get out. This place sleeps three. They've got a row of cots here. So they live and work in the same tent? Yeah, it's all one operation. Like us. Yeah, like us. I found their main monitoring desk. Oh my god, what do you see? Seriously, at this stage, I'd believe just about anything. Okay. Shit. Got a map here that confirms they're tracking our people's movements. The map's got all sorts of paths and areas marked off on it. There are lines that look like some of the paths I normally take. Are you positive it's you? I'm not sure, but I think so. The desk in here is a mess. I mean, it's like someone was in a rush or knocked a bunch of stuff over on accident. Okay, so there's a log here that tracks the movement of four distinct subjects. You and me? Yeah, definitely me. And I suppose you too. What about the other two? Zu Personen, häufiger Weggang aus Gebiet 2 Forks, Vermeidungsverhalten, ältere Daten konsultiert, nicht erwidertes Verlangen nach Beischlaf. Was? Nicht erwidertes Verlangen nach Beischlaf, Konflikt mit anderen männlichen Personen, unverhältnismäßige Nahrungsaufnahme. Maybe the Goodwins? What if they were following them last summer? God, Henry, I don't know. If they were, there's no way Brian knew. He would have said something. Yeah, I can't imagine a kid like that could have kept this under his hat. We'll talk this over and figure out how to get the hell out of here. They're measuring the barometric pressure, too. Why? Maybe it's just a diversion. I mean, this stuff looks like it just got lifted out of the space shuttle. I have to tell you, if I found out this was NASA, I'd be a hell of a lot happier. They keep this wave receiver thing in a crate. I mean, it looks like their prized piece of equipment. Well, it's ours now. Gut, dann ist das jetzt unsere. Nimm ich. Okay, this thing is losing its mind, beeping like crazy. I can hear it. What's it after? I don't know. I'm gonna go find out. Now, they're doing something with the soil out here, too. It's all gridded off. Who knows what else they're up to? Was soll ich denn jetzt hier? Das Beste war hier, ne? Folge dem Piepen des Gerätes, ja. Ich weiß nicht, wie ich dem Ding folgen soll. Das auf dem Boden war ja schon richtig da, aber dann... Ich habe keine Ahnung. Folge dem Piepsen des Piepen des Geräts, ja.
Also auf jeden Fall hier bei den Rastern, aber... War da nicht irgendwo noch so eine... Oh, da ist noch eine Kiste. Kann ich öffnen. Green light, target straight ahead. Ja, es muss alles grün sein, aber das kriege ich hier gerade nicht gebacken, ey. Ich verstehe das nicht, was ich jetzt hier so tue, was ich jetzt hier tun soll. Ich verstehe es nicht. Ich kriege immer nur den einen grün. Ich kriege nie beide, die anderen beiden noch. Ach Mann, es ist schon voll dunkel. Ich krieg das hier nicht gebacken. Guck mal, tuck, tuck, tuck. Also es muss auf jeden Fall im Norden sein. Es muss ja da irgendwo in dem Boden sein, aber ich finde nichts. Es geht immer nur bis zu den beiden da und das war's.